Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich muss jetzt schon lachen, guck mal. Der Kleine chillt gerade in seiner Federwiege, aber anders kriegen wir hier kein Intro zusammen. Ich hatte gerade Staubsaugergeräusche auf dem Handy an. Ich kann jetzt auch nicht den ganzen Tag staubsaugen. Aber ja, damit ich kurz ein Intro für dich filmen kann. Oh Gott, da hinten liegt meine Yogamatte, da steht der Spielebogen. Egal. Ich wollte jetzt gerne mal wieder ein Food Diary für dich hochladen und das ist nicht so wie sonst, weil hier ist gar nichts wie sonst, weil ich habe einfach nicht die Zeit, da so viel zu vloggen und zu quatschen zwischendrin. Deshalb dachte ich mir, ich filme einfach basically mein Essen und für die Leute, die so Baby-Stuff nicht interessiert, die freuen sich wahrscheinlich jetzt drüber und sagen, ja geil, endlich mal wieder nur Essen und kein Baby-Quatsch. Also für euch ist das Video auf jeden Fall und ja, für alle anderen natürlich auch. Und ja, ich habe einfach nur so das Essen gefilmt und sonst rede ich ja zwischendrin auch voll viel und so in die Kamera. Aber ich habe ja fast eine Woche lang mein Essen gefilmt. Genau, und ja, das Thema, weshalb ich oft gefragt werde oder was mir viele schreiben ist, ja, wie ich das jetzt mache oder abnehme nach der Schwangerschaft. Das ist ja immer ein Thema. Ich habe auch in der Schwangerschaft oft die Frage gekriegt, wie viel ich zugenommen habe und ja, fand das dann immer so ein nerviges Thema, weil sich die Leute dann da irgendwie so vergleichen und ja, es ist echt so, wenn du ein Kind gekriegt hast, es ist alles, es braucht alles seine Zeit und ich war erstaunt, wie viel tatsächlich auch von selber geht, ohne dass man jetzt da großartig was machen muss. Also bei mir war es so, ich habe in der Schwangerschaft knapp 14 Kilo zugenommen und man sagt ja immer so, 12 Kilo sind so, was sowieso weggeht und also Baby, Plazenta und so, das wiegt ja alles. Und der Lenny, der war ja ein ordentliches Paket bei der Geburt, der hätte fast 4 Kilo gehabt auch, genau. Ja, dann hat man natürlich auch noch ein bisschen Specki einfach angefuttert, denke ich mal. Und bei mir ist es so, dass ich jetzt immer noch 5 Kilo habe. Das andere war so direkt, also ich habe, ich glaube, 2 Wochen oder so nach der Geburt das erste Mal gewogen. Und da war das so direkt weg. Oh, da wacht jemand auf, weil ich die Staubsaugergeräusche ausgemacht habe. Nee, passt, war nur ein kurzes im Schlaf, ein kleines Meckerchen. Genau, das war dann direkt weg und diese 5 Kilo, die habe ich nach wie vor noch und da müsste ich jetzt wahrscheinlich einfach, also ich denke mal, dass es mit der Zeit sich reguliert und Diät mache ich natürlich nicht, also das würde ich auch keinem raten. Ich stille ja noch und das ist natürlich auch wichtig, dass die, ja, dass die Milch nicht weggeht, ne? Also ich habe jetzt eh nicht so viel Milch, dass mir das in Strömen rausläuft, dass ich sage, ah ja, scheißegal, wenn es ein bisschen weniger ist, habe ich das letzte Mal schon gesagt, also ich muss schon immer aufpassen, dass da die Quelle nicht versiegt. Und ja, beim, oh Gott, viele Kohlenhydrate essen beim Stillen und so, dass man einfach auch Energie hat und ja, man kommt nicht immer dazu. Es ist nun mal einfach so, du wirst es sehen, in dem Video, ich esse manchmal echt erst um 13 Uhr, nicht weil ich irgendwie denke, oh, ich muss jetzt diäten, sondern weil es einfach anders nicht geht und ich vorher nicht dazu gekommen bin. So ist es halt. Mein Gott, es ist eine Phase, es wird nicht den Rest meines Lebens so sein und man nimmt dann automatisch ab. Ne? Es ist auch nach der Geburt, wenn du noch ein bisschen Gewicht mehr hast, man hat auch noch ein bisschen Wasser im Körper und so. Ich merke es zum Beispiel bei mir im Gesicht, ich weiß nicht, ob es dir auch auffällt, mein Gesicht ist jetzt schon, sieht jetzt schon anders aus als im anderen Vlog. Es ist, in dem anderen Vlog hatte ich so, habe ich beim Schneiden richtig gesehen, so direkt nach der Geburt, das Gesicht war noch so aufgedunsen, klingt ja zu negativ, aber es ist ja nun mal einfach so zum Ende der Schwangerschaft. Ich habe kaum Wasser eingelagert, aber habe auch ich ein bisschen Wasser eingelagert. Und das sieht man jetzt schon, dass das einfach weggeht. Da habe ich gar nichts gemacht. Viel trinken natürlich, klar. Brauchen wir eh fürs Stillen, aber ja, mehr habe ich da eigentlich gar nicht gemacht. Genau, und ansonsten, was ich jetzt mache, ich hatte letztes Mal schon gesagt, ich hatte nach der Geburt den Hunger meines Lebens. Ich habe in den 2 Wochen nach der Geburt, ich glaube, so viel Zucker und Süßigkeiten habe ich in den letzten 10 Jahren nicht gegessen wie da. Also ich hatte richtig, ich hatte so unfassbare Cravings, hatte ich in der Schwangerschaft gar nicht. Oh, Baby. Hatte ich in der Schwangerschaft gar nicht, aber da hatte ich so unfassbare Cravings nach Zucker, wirklich nach Süßigkeit. Ja, das habe ich mir dann auch gegönnt, das habe ich dann auch gegessen und das hat sich jetzt aber wieder normalisiert. Und was ich jetzt mache, was mein quasi mein Ding ist, und das funktioniert bei mir immer, davon nehme ich immer ab, ist einfach, wenn ich keine Süßigkeiten esse und einfach so ein ganz simpel, so gesund wie möglich ist mein Motto. Also wenn es geht, dann nehme ich mal die Vollkornnudeln, dann esse ich Vollkornbrot, so esse ich eh gern. Für mich ist es auch keine Challenge oder so, mehr Obst und Gemüse zu essen. Ich esse immer Obst und Gemüse, weil ich das einfach gern esse und es ist
Ja, viele fragen immer nach der Motivation. Das ist einfach, wenn du dich wie Scheiße fühlst, dann ist dein ganzer Tag auch so. Also das ist wirklich für mich, ja, ich brauche das einfach auch für mein Wohlergehen und auch, dass ich meine Rückbildung mache. Ich würde gerne mehr Sport machen, aber ich schaffe es natürlich einfach nicht, weil ich bin jetzt auch die 3 Wochen lang auch mit dem Kleinen alleine. Das ist auch so, mein Mann ist für die WM unterwegs und ja, ich bin 24 Stunden am Tag mit dem Kleinen alleine und habe so gar niemanden, der mir auch nur mal eine Stunde oder so hilft. Also das ist natürlich dann schon, ja, da musst du dich schon gut strukturieren. Ich muss arbeiten auch, also für YouTube, Instagram, meine Buchhaltung machen und so. Selbstständigkeit läuft ja doch auch weiter, auch wenn ich die Coachings jetzt momentan auf Eis gelegt habe, aber das alles läuft weiter und ja, das ist schon gar nicht so einfach, aber ja, deshalb versuche ich einfach mein Bestes und ja, mehr kann ich nicht machen und genau, dann nimmt man automatisch ab oder ich nehme wirklich automatisch ab, wenn ich mir immer danach gehe, so gesund wie möglich und ich verzichte auf Süßigkeiten jetzt, weil wie gesagt, ich hatte diese Cravings nach der Geburt und ich finde, nach so einer Geburt, da kann man sich ruhig auch mal gönnen, das ist auch anstrengend, ne? Aber ich fühle mich einfach nicht gut. Und Industriezucker, ich merke, dass es mir nicht gut geht, wenn ich viel Industriezucker esse, weil es ist einfach ungesund, ne? Und deshalb versuche ich, darauf zu verzichten. Und wenn ich wirklich mal richtig Bock habe, dann esse ich es auch. Oder jetzt so, ich esse auch Sachen, wo Zucker drin ist. Ich esse auch mal einen Joghurt, wo Zucker drin ist und so. Aber ich versuche einfach so wirklich so klassische Süßigkeiten. Kaufe ich sie nicht, habe ich sie nicht daheim, esse ich sie nicht. Und ja, ich bewege mich super viel. Also klar, ich mache so einen Online-Rückbildungskurs und ich gehe mit dem Kleinen jeden Tag 2 Stunden spazieren. Ich trage den ja den ganzen Tag in der Trage. Also, dass der jetzt mal da drin ist, das ist auch, ne, weiß ich nicht, wie lange das noch gut geht. Ich trage den, ich schleppe die Wäsche rauf und runter. Ich habe super viel Bewegung und ja, das merke ich einfach auch, dass man sagt, über 9 Monate kommt der Bauch, 9 Monate geht der Bauch. Ich kann euch ja gerade auch mal ein bisschen zeigen. Warte mal. Ja, ich habe jetzt auch gegessen. Also, du siehst, mein Bauch ist immer noch, der ist jetzt nicht weg und nicht flach. Also, der ist immer noch. Da ist immer noch da und da ist auch immer noch Specki da. Ob ich das jetzt aufs Kind schieben kann, ist halt auch die Frage, ne? Weil das hatte ich halt vorher auch. Ich hatte vorher auch kein Sixpack. So. Ich habe ja mal 50 Kilo abgenommen und da sind mir natürlich auch weiche Haut, Schwangerschaftsstreifen und so geblieben. Ich habe nämlich voll cool in der Schwangerschaft, warum auch immer, über keine einzigen Schwangerschaftsstreifen bekommen. Aber ich habe halt die noch von früher, vom Abnehmen so. Jetzt denken alle, die sind vom Baby. Super. Ja, genau. Also das ist einfach so, ja, ich esse und halt auch nährstoffreich, weil das kostet so viel Energie. Ich hätte das nicht gedacht, dass das körperlich so anstrengend ist, sich um ein Baby zu kümmern. Tragen, schleppen und so. Ja, genau. Das mache ich und vielleicht ist das ja für dich irgendwie auch eine Inspiration und Motivation. Und dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit dem Video. Jetzt habe ich doch wieder lang gelabert, aber jetzt geht's ums Essen. So, da ist 12:30, meistens so die Zeit, wo ich dann auch zum Essen komme, wenn der Kleine so vielleicht ein kleines Mittagsschläfchen macht. Macht er gerade nicht, er ist schon wieder aufgewacht, aber konnte mir schnell was zum Essen machen. Das ist dieser Schokoporridge von DM. Der ist schon fertig, da sind so verschiedene Nüsse drin und Haferflocken, Kakao und der ist schon gesüßt mit Datteln. Also den kocht man einfach nur auf. Ich koche den meistens mit Mandelmilch auf. Dann so geschrotete Leinsamen von Koro, die schrote ich mir immer selber. Und das gute Haselnussmus von Koro schmeckt richtig geil in der Kombi und Erdbeeren dazu. Ja, auch mein guter Stilltee. Und hier hatte ich noch so einen Kefir übrig. Das ist nur so ein kleiner Schluck. Den trinke ich jetzt auch mit dazu, weil der mal weg muss. Und irgendwie ist es, finde ich, immer eine leckere Kombi. So Schokozeug und dann irgendwas Joghurtartiges dazu. Genau, das ist jetzt mein Frühstück, Mittagessen. Naja, ne, irgendwie sowas. Hallo, hallo. Ich war gerade eine Runde im Park und ja, habe mich so ein bisschen hingesetzt, ein bisschen Arbeit erledigt. Der Kleine hat kurz im Kinderwagen geschlafen, aber nur kurz. Jetzt ist er in die Trage umgestiegen. Hat wieder schnauft, wieder schnarcht. Richtig schön sonnig draußen und ich war jetzt gerade noch einkaufen und oh, Leute, da kriegst du Muckis hier. Wir wohnen im 2. Stock, wir haben keinen Aufzug und ich habe den Kleinen in der Trage, muss die Einkäufe hochtragen. Dann, was man halt sonst noch so dabei hat. Man hat ja hier Wickelsachen und so weiter, weil dieses Oberteil vom Kinderwagen mit ihm drin ist, kann ich die Treppe nicht hochtragen. Das ist mir zu schwer und auch zu gefährlich. So, ja, weil es einfach zu schwer ist. Deshalb ist mit der Trage eine Alternative. Waschmaschine ist auch im Keller. Ich schleppe auch die Wäsche die ganze Zeit hoch, habe natürlich ihn immer dabei in der Trage. Also brauchst kein Fitnessstudio mehr, ich sag's dir. Naja, ja, lass mal die Einkäufe ausräumen. Ich muss ganz schnell machen, weil Akku blinkt schon, ist gleich leer. Nicht mehr seit Tagen vor, ein Brot zu backen, habe es nicht geschafft. Jetzt habe ich ein Dinkelbrot gekauft. Dann habe ich hier Dinkelflammkuchen. Ich mache morgen Flammkuchen gleich ein bisschen mehr, das für den nächsten Tag reicht. Tortellini gibt es heute mit Pilzen und ich habe noch Brokkoli. Dann habe ich einen Rucola, Lauch,
Die Creme Légère für den Flammkuchen werde ich mit Quark noch mischen, dann ist es noch ein bisschen leichter. Und den finde ich total lecker, ich neue schon mal. Und hier ist noch so ein Putenschinken drin, den isst mein Mann immer ganz gerne auf dem Brot. Ja, das war es auch schon. Schwer genug war es trotzdem. So, der Kleine schläft immer noch in der Trage, hier an mich dran gebunden. Und ich nutze die Gunst der Stunde und esse ein super weirdes Mittagessen. Ich weiß, was, frag nicht, das, so ist das halt, ne? Man nimmt, was man kriegen kann. Das habe ich auch so toll hier rein. Das hat mein Mann gestern Abend gekocht. Warum ich erst die Soße und dann die Nudeln habe, weiß auch keiner. Und wie ich es schaffen soll, mit der Trage, um die Spaghetti zu essen, ist auch eine Frage. Ich glaube, ich lege dem Kleinen ein Tuch auf den Kopf. Das sind so teilweise Vollkornspaghetti, teilweise normale Dinkelspaghetti. Und die Soße ist, sieht jetzt gar nicht so lecker aus, aber schmeckt wirklich richtig gut. Das ist Auberginensoße. Oh, die Kinder in der Nachbarschaft, die in dem mega Spaß ihres Lebens sehen. Ja, mit Aubergine, Tomate und sehr, sehr lecker. Aber es ist nur noch so eine kleine Mini-Portion. Deshalb habe ich mir jetzt noch ein Stückchen von dem Brot gemacht. Und das ist dieser geile Aufstrich von Koro. Warte mal, den zeige ich dir. Das ist das Leckerste, was ich seit langem gegessen habe. Erdnussmus, Haselnussmus und Kakao. Leute, das schmeckt oh so unfassbar gut. Ich liebe das. Und da ist ein ganz bisschen Zucker ist drin. Aber es ist leicht süß, es ist nicht komplett zuckerfrei. Aber es ist natürlich kein Vergleich mit irgendwie Nutella oder so. Also hauptsächlich besteht es eben aus diesen Nussmusen. Und es schmeckt echt, schmeckt so geil. Auf diesem Dinkelbrot und noch ein paar Erdbeeren. Das waren noch mehr, aber die anderen habe ich schon weggenascht. Genau. Ja, das esse ich jetzt. Ja, ich habe gerade meine Rückbildung gemacht. Und jetzt habe ich Abendessen gekocht. Der Kleine schläft. Oh mein Gott, kann es gar nicht glauben, dass wir jetzt in Ruhe essen können. Sollte das wirklich wahr sein? Ja, ich habe wie gesagt die Tortellini gemacht und dann die Soße ist total easy. Also Zwiebel, Knobi angebraten, Brokkoli, Pilze und dann einfach ein bisschen Sahne, Brühe und Hefeflocken habe ich oben drauf getan, weil das lecker schmeckt. Und die nicht mitkochen, die tue ich erst am Ende drauf. Und das ist auch ganz gut für die Milchbildung. Und dann habe ich noch einen Salat gemacht, das Rucola, Paprika, Gurke, Tomate. Und einfach so ein Essigöl-Dressing. Ja, geil. Morgen. Für mich gibt es ein schnelles erstes Frühstück im Stehen. Ich glaube, es ist jetzt irgendwie 9:30 oder so. Ja, Danny hatte schon sein Frühstück, der spielt gerade. Und ich habe jetzt einfach so ein Stück hier von dem Dinkelbrot mit dieser geilen Erdnuss-Schokocreme von Co. Mm. Und da mache ich mir gerade einen Eiskaffee. Ich habe schon einen Kaffee gemacht, den lasse ich kalt werden. Und der Becher ist cool, ne? Der ist übrigens von Amazon. Habt ihr mich schon bei Instagram ganz oft gefragt und der ist richtig cool, der ist ein Strohhalm und da mache ich dann einfach Eiswürfel rein, ein bisschen Dattelsirup, das ist der geilste Eiskaffee, so einfach von Koro, so einen Teelöffel von dem Dattelsirup rein und Hafermilch, Kaffee, Eiswürfel und nehme den mit und dann gehen wir schön eine Runde zum See, bevor das wieder heute so heiß wird, das gehen wir jetzt direkt und nachher mache ich dann auch noch ein bisschen größeres Frühstück für mich. Ach, und ich nehme mir noch eine Nektarine mit, weil ich wollte mich ein bisschen ans Wasser setzen, ein bisschen meine Füße ins Wasser halten und der Lenny schläft hoffentlich. Mal gucken, so lange im Kinderwagen, sagen wir mal. Und ich habe hier diese Wachstücher, die habe ich auch mal irgendwo im Internet bestellt, ich weiß gar nicht, gibt es da auch immer mal wieder im Angebot Lopacivo und so. Und da schlage ich den dann ein, weil ich will nicht, dass der so in meiner Tasche rumflackt und ich dann den dann esse. Ist ja auch ein bisschen eklig, ne? Aber muss man keine Plastikfolie nehmen, das ist ganz praktisch. So, muss gerade mal meinen Staubsaugerroboter ausmachen. Frag nicht, hey. Wir sind schon wieder zurück. Der kleine Mann ist in der Trage. Ich habe mein Bikini an, habe die Trage an. Ey, Leute, ich sehe aus. Ich habe gerade den Postboten in die Tür aufgemacht. Wow. Ohne Worte, der arme Mann. Naja, gut. So ist es, ne? Ja, muss jetzt auch noch ein bisschen arbeiten und deshalb habe ich ihn jetzt in die Trage gepackt, weil anders geht's nicht, ne? Dieses leckere Dinkelbrot von gestern und ich habe diese, ja, diese, das so Butter-Margarine gemischt. Das ist von Bertolli und das ist Butter mit Olivenöl. Und das schmeckt so lecker, weil ich esse voll gern Butter und ich mag aber auch gern Olivenöl und das schmeckt einfach nach beidem. Voll geil. Da habe ich so Ziegenkäse mit so, ich weiß gar nicht, was ist, so Paprika-Stückchen oder sowas. Auch sehr lecker. Dann einfach so ein paar bunte Tomaten und ich habe mir noch einen Eiskaffee gemacht. Ich trinke ja Decaf. Nach wie vor. Außer ich bin mal super duper müde, dann trinke ich auch mal einen normalen Kaffee, aber meistens Decaf mit Hafermilch und na sag, so Dattelsirup brauchst echt nur so einen halben Teelöffel und es schmeckt so lecker karamellig und ja, ist natürlich besser als so ein, wenn dir irgendwo einen Eiskaffee holst, da ist halt so viel Zucker und so viel Kaffee meistens.
Genau, und ja, da setze ich mich jetzt mal gerade auf den Balkon mit der Trage, sofern das möglich ist. Und also das, und ja, da muss ich noch ein bisschen bracken. Und heute Abend gibt es ja Flammkuchen, da freue ich mich schon krass drauf. Und unterwegs hatte ich noch diese Nektarine, genau, das habe ich auch, glaube ich, gezeigt vorhin. Ja, ich habe wie gesagt Flammkuchen gemacht, zwei Varianten. Das ist einfach so ein bisschen mediterran. Also ich habe die Creme, das ist Quark und Creme, diese Creme fin. Aber ja, nur für den Geschmack ein bisschen Creme fin eigentlich. Das ist überwiegend Quark. Ein paar Gewürze. Und dann habe ich hier ja, Zwiebeln, Lauch und Tomate. Und Mozzarella habe ich da drauf getan. Und dann hier noch die andere Variante mit Lauch und Schinken, rote Zwiebeln und Pilze und Ziegenkäse ist das. Und hier gebe ich jetzt noch voll geil so frischen Rucola drauf. Guck mal, wie lecker sieht das bitte aus. Oh mein Gott. Hallo, hallo. Ich war gerade einkaufen, es ist schon 12 Uhr. Ich habe noch nichts gegessen, aber wir waren schon auf der Post und haben eingekauft, der Lenny und ich. Und ja, beim Aldi Tomate, so ein Ciabatta-Baguette. Ich mache heute Abend so einen Salat, hier so Salatzeug mit Feta und Spargel. Da ist der drunter, der gebratene Spargel. Das schmeckt sehr lecker. Dann Antipasti und morgen, weil ich habe noch so viel Lauch übrig. Heute will ich die nicht machen, weil heute ist es so heiß, es passt irgendwie nicht. Aber ich habe noch so viel Lauch übrig. Ich wollte diese Käse-Hackfleisch-Lauchsuppe machen. Die kennst du ja wahrscheinlich. Und ich probiere jetzt mal so einen Veggie-Hack hier aus. Das ist so ein Soja-Hack. Dann habe ich eine Wassermelone. Und ich habe noch relativ viel Obst und so ein Zeug da. Deshalb habe ich da gar nicht so viel gekauft. Dann habe ich diesen High-Protein-Kries-Pudding. Ich mag irgendwie diese High-Protein-Puddings. High-Protein-Brecher-Puddings ganz gerne. Das ist natürlich auch nicht gesund, ne? Also ist auch nicht gesünder als ein normaler Pudding, aber irgendwie mag ich diese Konsistenz davon total gern. Das ist super lecker. Das hatten wir neulich schon mal mit schwarzen Oliven. Ich denke mal, das Grüne ist auch lecker von DM. Ja, da habe ich für mich eine Sonnencreme noch und dann habe ich noch Radiesal und dann habe ich hier noch so ein Ingwer-Shot und Bärchen und so ein Spannungsbad. Das für meine Freundin, der geht es gerade nicht so gut. Und deshalb bringe ich dir das nachher vorbei und stelle dir das vor die Tür. Das Lennys Flaschi. Das habe ich nicht gekauft. Genau, das ist hier die Lennys Station. Da machen wir seine Schnuller und seine Fläschchen, wenn die desinfiziert sind. Stellen wir die dahin. Genau, das werde ich jetzt mal wegpacken und dann mache ich mir was zu essen. Und ich glaube, der Lenny will bestimmt auch gleich schon wieder futtern. Den muss ich jetzt erstmal versorgen. Oh wow, Leute. Das wird nicht gerade das inspirierendste Food Diary ever. Das ist 14 Uhr und das ist jetzt mein Frühstück. Ja, ich komme einfach nicht dazu vorher, weil. Ja, der Lenny sich nicht wirklich ablegen lässt und ich ja auch nebenbei noch ein bisschen arbeiten muss und mein Mann ja die ganze Woche jetzt nicht da ist und ja, deshalb ist das, wie es ist. Ich habe hier so ein paar kleine Tomätchen, Gurke und einfach das Brot nochmal mit Ziegenkäse und mein Daily Pleasure, hier mein Eiskaffee mit Dattelsirup und Hafermilch. Ups, das war hier die Karaffe, die ich gerade weggeschoben habe, falls du dich wunderst, was das war. Genau. Und das werden wir jetzt essen, beziehungsweise ich und hoffe, dass der Lenny kurz kooperiert. Sonst kommt er wieder in die Trage. So, endlich Abendessen. Mein Gott, Leute, was für ein Tag. Ich habe so Hunger. Ich habe vorhin so ein kleines Ding noch von Koro gesnackt. Die sind richtig geil, diese Erdnussbällchen. Und ich snack zwischendurch immer mal so ein bisschen, keine Ahnung, ein paar Mandeln oder irgendwie so. Das zeige ich jetzt nicht alles. Habe ich keine Zeit für. Ui je. Ja, das ist einfach ein Kopfsalat mit Feta und Spargel. Dann habe ich noch Walnuss reingetan. Und das Dressing ist einfach Balsamico-Essig und Olivenöl und ein bisschen Salz, Pfeffer und ein bisschen Dill. Genau. Und dazu essen wir Brot und den Olivenaufstrich, den ich vorhin gezeigt habe. Es ist gerade die leckerste Wassermelone, die ich jemals gegessen habe. Boah, die ist so gut. Dann gibt es Grießpudding und noch ein bisschen von diesem Maracuja-Joghurt. Habe ich da noch mit rein. Das ist unser Nachtisch. Good morning. So früh habe ich, glaube ich, schon lange nicht mehr gefrühstückt. Es ist irgendwie 10 Uhr und ich habe schon Frühstück. Wow. Oh nein, der kleine Mausepad schluckt auf. Oh Gott, der Arme. Ja, ich habe wieder dieses Dinkelbrot mit diesem Erdnussmus mit Kakao von Koro und Banane obendrauf. Ich hatte irgendwie voll Bock heute auf so ein süßes Frühstück und ja, ich versuche halt. Wenn ich mal Zeit habe zu essen, dann halt auch was, ja, was möglichst, ja,
nährstoffreich ist, dass ich halt eben auch genug bekomme und energiereich, weil das würde mich jetzt auch wahrscheinlich ein bisschen länger satt machen. Und da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Wow, also es geht doch. Man kann auch vor 14 Uhr frühstücken. An manchen Tagen geht's. Wow, ich konnte mal duschen gehen. Klasse, ist mein Gesicht scharf. Ist vielleicht auch besser, wenn es nicht scharf ist. Ach, Leute. Ich sag so, ich hatte vorhin unterwegs übrigens noch eine Brezel. Habe ich irgendwie Bock drauf und ich hatte eh Hunger. Genau, die habe ich noch schnabuliert beim Spazierengehen. Und einen Kaffee habe ich mir noch geholt. Und jetzt habe ich mir einen kleinen Smoothie gemacht für die guten Nährstoffe, ne? Dass wir die auch reinkriegen. Den kann ich jetzt nebenbei trinken, wenn ich mit dem kleinen gleich spiele. Ist auch wieder Leben am Limit. Hoffentlich schütte ich es mir nicht über. Das ist gefrorene Banane, gefrorene Mango, dann Kurkuma-Gerstengras von InnoNature. Beste. Auch für die Haare, ne? Nach der Schwangerschaft, Hausfall und so. Sehr, sehr gut. Kurkuma, sehr, sehr gut für die... Jetzt musst du so unscharf, musst du es jetzt auch nicht machen. Für die Milchbildung hat mir sehr gut geholfen. Und Leinsamen sind noch drin, genau. Und Wasser natürlich. Schmeckt gut. So, zum Abendessen gibt es meine Variante von der Käse-Lauchsuppe, weil ich bin jetzt nicht so der Fan von diesem Schmelz-Kochkäse. Deshalb mache ich das immer einfach ein bisschen Creme fraiche rein und ein bisschen Parmesan. Den reibe ich da frisch rein und so essen wir das immer ganz gerne hoch. Das beschlägt das ja oben drauf noch ein bisschen Petersilie. Lecker. Und dazu gibt es eine Lauchstange und diese leckere Olivenölbutter hier. Voll gut, habe ich gerade voll gerne. Ja, yummy. So, ihr kleinen Mäuse, da bin ich nochmal. Ich wollte noch kurz ein Update geben. Dieses Sojahack, kauft das nicht. Das, was habe ich mir dabei gedacht? So ein künstlicher Scheiß da wieder, ne? Also da kann man auch stattdessen lieber irgendwie Linsen oder irgendwas nehmen. Und ja, ich kann es nur auch immer wieder betonen, gell? Weil immer wieder sagen, darf man beim Stillen, Leute, es ist so ein Mythos. Muttermilch wird aus Blut gebildet, aus deinem Blut und nicht aus deinem Mageninhalt. Also es ist rein von der Biochemie nicht möglich, dass dein Baby von Linsenblähungen kriegt oder von, was weiß ich, Kartoffeln und wunden Popo. Das ist Unsinn. Lass es dir gut gehen, ernähr dich gut und nährstoffreich. Du brauchst die Energie, weil wenn ich das teilweise höre, was dann Müttern für einen Scheiß erzählt wird, dann sitzen die irgendwann da und trauen sich gar nichts mehr zu essen. Du brauchst die Energie, du brauchst die Nährstoffe und es ist einfach, das sind Märchen, es ist einfach unmöglich. Neulich hat mich wieder jemand gefragt bei Instagram, darf man Wassermelone essen, davon kriegen doch die Kinder Bauchweh. Nein, das geht nicht. Also Sachen, die in die Muttermilch gehen, sind Sachen, die ins Blut übergehen. Wenn du jetzt Alkohol trinkst und direkt danach stillst, so. Oder wenn du jetzt sehr viel Koffein zu dir nimmst, kannst du auch mal einen Kaffee trinken. So, ne? Darum geht's nicht. Aber wenn du jetzt jeden Tag 5 Liter Kaffee trinkst, dann wird wahrscheinlich das irgendwann auch beim Baby ankommen. Aber so ganz normale Sachen, kein Problem. Oh, Schatzi. Vielleicht nervt denn das auch, wenn ich hier laber. Das kann auch sein. Also ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Aber dieses Sojahack, ey, nee, kauft das nicht. Das war nix. Das war nix. Das würde ich nicht mehr holen. Ja, und dann sage ich danke fürs Zuschauen. Och, hier die Lichtverhältnisse, die schmeicheln mir auch nicht so sehr. Genau, ich weiß nicht, ob ich jetzt überhaupt noch Videos schaffe. Ich muss mal gucken, weil wir werden jetzt dann auch bald auf Malta sein. Und ja, da wollen wir uns einfach auch ein bisschen Ruhe gönnen, weil ich schaffe es einfach nicht. Ich schaffe nicht Instagram, Baby, YouTube und alles noch drumherum. Das ist einfach ein bisschen zu viel. Und ja, aber irgendwann wird es wieder Videos geben. Aber wenn ihr wissen wollt, was wir so täglich so machen, dann könnt ihr mir gerne bei Instagram folgen, weil da ist es natürlich, da schaffe ich es einfach eher, was zu posten, weil hier so ein Video zu schneiden ist unfassbar viel Arbeit und da muss ich mir echt immer viel Zeit freischaufeln dafür. Ja, ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns ganz bald wieder. Ciao, Kakaui, wollte ich jetzt sagen. Wow. Naja, ciao.